So, das Intro hängt immer ein bisschen. Aber da sind wir wieder mit Dark Souls und so weiter. So, dem konnten wir leider nicht gut helfen, weil wir halt echt noch ein bisschen zu langsam sind. Und jetzt werden wir auch schon wieder beschworen, das geht ja ruckzuck. Egal eigentlich, wohin wir gehen. Wir bekommen immer ganz gut Seelen. Und werden jetzt einfach mal 2, 3 Level auf Belastung gehen. Damit wir da mal ein bisschen helfen können. Medi. Okay. Wollen wir hier schon mal los? Du kannst gerne warten, wenn jemand kommt. Ich räume da schon ein bisschen Weg frei. Oh, das ist schon passiert. Alter. Was ist denn? So, wir kommen da ganz gut durch. Und ich bekomme 10% mehr Seelen, sehe ich gerade. Wie normal durch den Arena. Beim Boss macht er schon was aus. Ich glaube, bei so kleinen, wie ihr seht, mache ich 22 anstatt nur 20 Seelen. Das macht einen coolen Unterschied. Helfen wir den Leuten, hier mal weiterzukommen. Weil das ist wirklich eine Stelle, wo man hier so. Alter! Dass ich bei dem immer noch 3 Schläge brauche. Ist ja wohl ein schlechter Witz. Das sollte sie dezimiert haben. Und wer sehr viel Zeit hat, kann ja echt gut wegfahren, ne? 6000. Ja, okay. Ja, ich weiß auch nicht, warum das Intro kommt von der Rechenleistung irgendwie als nicht hinterher, habe ich so das Gefühl. Immer weiter gefreiter. So, einmal gut durch die Architektur geschlagen. Das hat gewonnen. Alter! Aber heilen. So. Alles muss weg, keiner bleibt hier am Leben.
Alter, was war das denn? Krüppelkeile. Hat er das schon? Muss der da hin? Also ich muss da nicht hin. Okay, du willst da hin. Was? Nix gibt's. Ist der tot? Oh nein! Ihr habt den Typen gekillt. Oh Mann. Okay. Naja, was soll's. Wir bekommen ja immerhin gut Seelen und man wird so schnell in eine neue Welt gerufen. Wie sonst nicht. Fast 13.000 brauchen wir. Aber mittlerweile sind wir halt auch kurz vor Level 50. Ich hab's jetzt gar nicht mal geguckt. Mein Julian ist da echt hart drauf bei so Sachen. Der beißt sich da durch. Der ist Level 25 und ist fast so weit wie ich. Ja, ich hab schon. Ich bin da sehr nett. Ach, diese Cola immer. Naja. Ah ja. Da sind wir also. Dann kann ich dir ja Gutes tun und auf jeden Fall sagen, wie du da die andere Tür aufmachst. Ach, wir sind zu dritt. Auch wenn es nicht gerade die beste Stelle ist, um zu dritt loszulaufen. Ja, Julian hat echt immer noch die Standardwaffen, muss man sagen. Hier, guck mal, da oben. Können wir den da runterholen? Yes, we can. Der haut sich da mit dem Standardschwert, haut er sich da durch. Bis der wahrscheinlich seine Hellbarde da bekommt. Wieder 400 Punkte auf unser Konto. Also wenn Julian streamen würde, da hättet ihr, glaube ich, mehr Spaß wie bei mir. Weil der ist immer Action. Aber er will ja nicht. Weil seine Internetverbindung aber auch ein bisschen schwach auf der Brust ist. So, wir müssen jetzt gucken, dass wir da zusammen durchlaufen. So, jetzt go, 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 go! Was mache ich denn? Pfeife. Shit.
Schönes Ding, schönes Ding. Wo hängen die? Da ist einer. Ich kann die Kleinen da nicht ernst nehmen. So, das war Nummer 1. Dann gehen wir jetzt hier runter. Hat er das schon? Nein. Gehe ich auch schon in Position? Das ist nämlich eine böse Kiste. Na, wo bleibt ihr? Kann natürlich auch nett sein und die einfach schon mal killen. Schade. Was haben die denn gemacht für dumme so Mist? Stimmt, aber da könnte ich auch noch mal hin und dieses Viech kaputt machen. Habe ich ja auch noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob die Mimics immer noch atmen. Kann schon sein. Ist mir jetzt aber ehrlich gesagt noch nicht aufgefallen. Ich erkenne es immer an der Kette. Da fällt mir ein, ich muss mir noch was zu essen bestellen. Was zu essen brauche ich? Ha, wo bestelle ich mir denn? Burger oder Pizza? Oder ich gehe einkaufen. Das ist immer so ätzend. Was sagt ihr? Burger oder Pizza oder Nudeln? Oh, Nudeln wären eigentlich auch gut. Oh. Wo hast du den Hut her? Das sieht ja super aus. Naja, es sieht nicht scheiße aus. Wolfgang. Guck mal, Krieger des Sonnenlichts ist auch so ein Kollege. Krippelkeule! Kommt auf die Pizza an. Ich glaube, ich hole mir Nudeln. Nudeln für 6 Euro. Da haben wir auf jeden Fall was von. Haben wir die da schon besiegt? Scheint so. Hä? Nee, haben wir nicht. Wie die Affen alle auf eine drauf. Dass mir das aber auch hat auch sieht, finde ich nicht in Ordnung. So kann man es natürlich auch machen. Hier sollte ich jetzt aber doch ein bisschen vorsichtig sein.
So. I can't let you survive. Es ist sehr wichtig, auch echt das Moveset zu kennen, ne? Also wie man sieht, beidhändig, zweithändig, alles immer ein bisschen anders. Alter! Nee. Alter! Ihr seid hart drauf, Leute, ihr seid hart drauf. Einfach in den Schlund rennen. Ist hier einer? Die einfach dann mit der Keule zu. Man merkt schon, man kommt gut voran. Keine Gefangenen. Wollen wir die da hinten nicht besiegen? Wie viele Bosse habe ich bis jetzt gemacht? So viele sind es, glaube ich, gar nicht. Eins. Zwei. Drei. Vier. Vier oder fünf, glaube ich. So viele sind es echt noch nicht gewesen. Plus so ein Mini-Boss, würde ich sagen. Ich warte hier oben. Ich warte hier oben und bestelle mir jetzt was zu essen. Aber vielleicht, obwohl, nee, es müssen ja schon mehr sein, weil den habe ich ja auch schon besiegt. Die hier sind. Ach, ich soll mit. Okay. Dann komme ich halt mit. Hier hin und hier. Ihr macht das schon. Dann kommt ihr eh gleich wieder zurück. Lieferheld. Oder Lieferando. Oh, Lieferando. Ihr wartet jetzt hoffentlich nicht auf mich, dass ich da jetzt den Weg mitgehe. Meine Postleitzahl ist die 20255. Eimsbüttel weiter. Du Döner! Morgen Bistro. Wie lange gibt es da hier?
die da schon fertig? Kacke, Mann. Naja, das sollen die machen. So dritt da unten rum vorwerken macht ja auch keinen Sinn. Und ich möchte jetzt. Ist das Blitzeria gewesen? Nee. Pronto oder so heißt sie. Phantom Wolfgang ist gestorben. Mein Gott sei es gepfiffen. Da muss ich ja wohl ran. Richtig. Okay, los geht's. Wunderbar, wunderbar. Wo ist denn Pronto? So. Kein Problem. 2000 auf mein Konto. Shit. Ich kann mich nicht haben. Oh, so. Jetzt hoffentlich haben wir die alle besiegt. Nein. Den haben wir noch nicht besiegt. Jetzt hoffentlich kommt der einfach hier durch. Immer wieder ein schöner Anblick. Zack. Zack. Schlecht. Nicht schlecht. Nee, komm. Komm. Nein, 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 nein. Nein, nein. Was hat denn der für ein Crazy Shield? Ding, dich habe ich auch noch nicht gekämpft. Kurz. Er lebt noch. So. Gar kein Problem. Hoffentlich hat sich das für dich gelohnt. Das ist aber eine fiese Falle, wie ich finde. Fiese Falle. So, wir laufen hier geradeaus durch.
Okay, noch so ein paar von diesen kleinen. Er macht erst die rechte Tür auf. Nein, er macht erst die vordere Tür auf. So, jetzt. Pronto Pizza bei Lieferheld. Da wollen wir hin. Oh, es hat sich ja gefüllt, der Stream. Das ist sehr schön. Scheiße! Lass mich mal kurz heilen. Oh, nicht schön. Ja, ah ja, jetzt rennt er weg. Ajo. Wo rennt der Sack hin? Scheiße. Fuck, Mann. Aber 23.000 Seelen haben wir mittlerweile eingesammelt. Und ich kehre in meine Welt zurück und ich habe immer nichts zu essen bestellen können. Kann man hier nicht einfach suchen nach Pronto? Das ist doch auch dumm. Pronto Pizza. Da will ich hin. Pizza und dann will ich Pasta. Macaroni. So. Und jetzt sagt er mir auch noch, dass die Zeit abgelaufen ist. Deswegen machen wir jetzt eine etwas längere Pause. Sagen wir mal so 10 Minuten. Geht aufs Klo, holt euch was zu trinken und dann geht's gleich hier weiter mit Dark Souls 3 und ich habe mir dann hoffentlich auch was zu essen bestellt. Bis dahin und